Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir ja den Big Fucking Oil Tanker, oder wie das Ding auch immer hieß, an die Alpha Centauri V2 angedockt, den Tank übertragen und somit das Raumschiff ready gemacht vor Deep Space. Jetzt ist natürlich die Überlegung, wann starten wir und wie starten wir. Jetzt müssen wir a little bit of thinking betreiben. Das wird jetzt alles ein bisschen interessanter. Wir müssen jetzt herausfinden, wie die beste Flugbahn ist und von wo und von wie aus. So, bedeutet, wir suchen uns erstmal a Target. Die Target ist auf jeden Fall keine von den Teilen. Das ist auf jeden Fall ein Plan für die Zukunft. Wäre für mich persönlich Eve. Eve ist sehr interessant und wir haben auch einen Spy, glaube ich, da drauf. Also einen kleinen Spion haben wir, glaube ich, da, ne? Ja. Ein kleiner Spion ist auf jeden Fall da unterwegs. Können wir bitte ein paar Infos zu Eve erhalten? Ist das in der Möglichkeit? Hier. Eve. Ungefähr Radius 700 Kilometer. Eine Atmosphäre ist vorhanden, ja, und die Atmosphärenhöhe ist 90.000 Kilometer, also 90 Kilometer höher wie bei uns. 5 Atmospheric Pressure kann das sein? Ist das bei Kerbin anders? Ist jetzt ja interessant heraus. Ja, 1 ATM haben wir hier und 70.000 bedeutet es fünffach so hart. Ah, bedeutet, du kriegst was runter, aber wahrscheinlich nicht mehr gescheit rauf. Vor allem die Atmosphäre ist noch höher. 5 ATM ist natürlich böse. Böse, böse, böse. Atmosphäre von hier, ja, genau. Und 6, also Eve ist groß, im Grunde eine super Erde, könnte man fast nennen. Glaube ich, dürfte man nicht mehr nennen, aber hey. Moho, es gibt ja das Moho-Hol, oder war das Moho-Hol? Genau. Alter, in einer Cloud of Dust wird das Ding hier liegen lassen. Atmosphäre vorhanden? Nein. Aber es befindet sich in der Cloud of Dust und wäre bestimmt auch ein sehr interessantes Ziel. Müsste man schauen. Wir können ja mal hier gucken bei uns. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Von Kerbin zu Moho. Können wir hier auch Mann einstellen? Ja, können wir. Mann. Wir haben den Mann circa 100 Kilometer, sagen wir es mal. Earliest Departure ist... Was haben wir heute? 6 Jahre, 175. Ja, das sollte schon. Plotted. 352 MS? Was? Das ist ja nix. Der Sweet Spot wäre hier oben. Departure Date. Travel Days. Mal, willst du mir sagen, wir fliegen dann 18 Tage vom Mann zum Moho? What? Das wäre ja nix. Ah ne, warte mal. Das sind doch Ärsche. Okay, von Kerbin zu Moho. Das wäre jetzt sehr interessant gewesen. So, hier. Oh, 5000. Eve. 2500, Alter, Verwalter. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist Kerbin. Bedeutet, allein um die 1000, 2000 brauchen wir nur, um Kerbin wegzurechnen. Moho. Es wäre natürlich interessant, ne? Wäre interessant. Zwei kleine Länder mitnehmen. Andocken und mit denen fliegen. Moho braucht natürlich ein bisschen mehr, aber... War, also mal an den Entwickler von Transport Windows Planer. Kannst du es einfügen, dass man von Mann losfliegen kann und dann zum Moho? Oder wenn, was ist, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich habe einen... wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt aus dem Orbit vom Mann raus hier. Das ist... 11.400 Kilometer. Bedeutet, wenn ich jetzt hier beim Transfer Window to Moho 11.400 Kilometer schreibe und das mal plotten lasse. Warum denn immer noch so viel? Hä?
11.400 Kilometer. Was ist, wenn ich 50.000 mache? Plotted. Sagt er mir immer noch, da sagt er mir sogar mehr. Hä, what the fuck? Okay, so ganz checky ist noch nicht. Show Face Angles, okay. Settings. KSP Style. Unity Style. KSP App Launch Button. Nee. Nope. Also irgendwas. Wenn ich jetzt sage, du kannst 4 Jahre vorausplanen. Nee, das wird sich nicht ändern. Von 0 zu 500 Tagen. Plotted. Und dann setzen wir es wieder runter auf 7 Jahre. Ist immer noch der Sweet Spot hier unten mit 125 Tagen Travel Time. Aber Eve hat natürlich auch einen kleinen Planetos. Gilly. Der ist natürlich ganz schön out of angle, aber wäre bestimmt auch ein geiles Ziel, um es zu erforschen. Ich würde sagen, wir nehmen uns als erstes Ziel Eve vor. Was wir aber brauchen, was wir jetzt noch aufbauen müssen, designen, testen müssen, sind die Länder, die an das Raumschiff drankommen sollen, beziehungsweise an unsere Alpha Centauri. Davon brauchen wir 2 Stück. Die müssen wir mitnehmen, andocken und dann auch ready machen. Die brauchen keine Remote Control oder irgendwas. Die sollen menschlich kontrolliert werden, aber sie sind halt dafür zuständig, zum Landen und zum Starten. Und am besten wäre es, wenn man die dann natürlich testen könnte. Das Schlimmste, was passieren kann, dass wir mitten im Weltall irgendwo verloren gehen und ungefähr 10 Kerbels verlieren. Hat jemand einen Killcount gemacht? Aber es macht umso mehr Spaß, finde ich, weil einfach, hey, es geht mal endlich weiter. Und wenn wir Nuklear haben, sind wir endlich an dem Punkt auch angekommen, wo es Deep Space geht, volle Wäsche. Beziehungsweise... Sonnenorbit. So. Was für eine Kapsel. Also so eine Kapsel wäre ganz eigentlich cool. Jetzt müssen wir bloß schauen, weil wir müssen es an die Docke anpassen, die wir haben. Das ginge sogar rein theoretisch, ne? So. Er hat RCS dran, bedeutet, er kriegt. Das müssen wir echt designen, das wird witzig. Oh lol, der passt es an. Lol. Totally honest, ich bin gerade echt erstaunt drüber. Ich hätte gern einen selbstdesignten RCS-Tank dran. So, ja. Die Frage ist, fliegen wir mit RCS oder nicht? Schauen wir uns mal die Beinchen an, die wir für das Teil benutzen könnten. Bisschen klein, ne? Ja, das kommt schon eher an den Style dran, den wir brauchen. Jetzt kommen wir eher so an die Apollo-Mission dran, ne? Und dann bräuchte das Ding natürlich unten kleine Triebwerke, die auf Monopropellant laufen. Kleine Monopropellant-Antriebe, jetzt wird's witzig. Und auch nicht übertriebene wiederum, weil die meisten haben ja den Vollschub des Todes drauf. Was ist denn das? Ach, das sind Propellerantriebe. Das sind Monotreibstoff, also das sind diese riesigen. Dieses ist ja eine Sekunde Treibstoff leer. Monotreibstoff. 700 ms hätte das Teil. Wenn ich das Ding jetzt aber auf einen Meter mal verlängere, so. 1000 und im Vakuum 1,2. So. Dann hätte ich gerne eine Triebwerksplatte drunter. So.
Diese Triebwerksplatte kriegt... So. Jetzt halt. Wir müssen mal schauen. Design ist gleich eher so schlau, ne? Dann müssen die Füße natürlich noch so designt werden, dass die da... So. Das ganze System kriegt natürlich noch einen schönen Style. Open Coloring. Haben wir auch verschiedene Styles oder eher weniger? Ach, das kann auch verschiedenste Sachen mitnehmen. Oh, warte mal, Essen und Trinken muss natürlich dann auch an die... an das Teil noch dran. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Machen wir doch davor die Leiter. Wie viel Schub hat das Teil auf normal? 7,0. Im Weltraum 1,2. Ey, voll das geile Teil, wenn man es überlegt. Nicht groß. Obwohl man ganz großer Design, ne? Weil hier gab es noch einen. Ein Scale-Button gab es da. Herr Willert hat den Scale-Button wiedergefunden. Da passen da trotzdem nicht mehr Körbels rein, oder? Nee, zwei Körbels. Na, dafür. Nee, wir lassen es auf Standard. Schaut zwar oben ein bisschen doof aus, dann aber. Das da oben schaut jetzt ein bisschen doof aus. Schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt mit einem anderen Adapter. Das wär so der Standard, den du wahrscheinlich dran tun würdest, aber das geht ja nicht. Ne, das schaut gar nicht jetzt so. Jetzt schaut nicht schlecht aus. Wir brauchen Live-Support hier drin. So, Live Support hier hin. Und dann brauchen wir noch Essence Support. Kann ich die. Na fuck, dann dreht das Gegner. Gaming Logik! Dann würde ich es aber lokal einfach ein bisschen nach innen verschieben. So. Ist jetzt zwar nicht so original, aber hey. Das muss es ja auch nicht unbedingt sein. Dann braucht es natürlich noch. Wie viel Strom hält so ein Teil? Aber eine Batterie wäre vielleicht gar nicht doof. So. Genau. Wie schaut es mit dem Gewichtspunkt aus? Weil das Ding reagiert natürlich auf alles Gewicht extrem leicht. Davon haben wir. Seht ihr, das ist schon wieder. 11 ms weniger für zwei fucking Solarpaneele. Okay, das ist aber auch am Boden. Vakuum hat 1600. Das sollte reichen. Wir brauchen eine Leiter. Wo waren die Leitern nochmal? Lila Leiter. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hä? Das ist Feed and Oxygen? Nee. Bin ich jetzt blöd? Ich finde keine Leitern mehr. Wo sind die Leitern? Mars müssen wir dann eigentlich auch vorbereiten, die Planung. Wie gesagt, für Bodenressourcen aufnehmen. Das war ja auch mal eine Idee, die wir hatten. So, aber ich würde jetzt gerne mal Leitern.
sowas zum Draufsteigen und Runtergehen. Ah, das muss doch hier drin sein, oder? Fix. Und da ist es auch. Goshin. So, dann wird die noch angepasst. Von der Position her. Okay, und das ist Spacelander. Spacelander Dragon. Nach der Dragon Capsule hat zwar einen ganz anderen Grund, aber wir wissen ja, was es zu tun hat. So, jetzt hat die Leiter natürlich eingefahren. Wir testen jetzt dann nochmal alles auf der Startbahn. Alle Techniken, die Antriebe, RCS, einfach durchtesten. Und dann werden zwei Exemplare davon nach zum Raumschiff gebracht, um dort die weite Reise in die Tiefen des Weltraums zu nehmen. Ich glaube, den Flug dann erspare ich euch diesmal. Das wird ja wieder Routine. Lila Routine. Lilalala Routine. Ich habe noch nie die Kapsel verwendet. Ich habe noch nie diese Moonlander verwendet. Ach, schau mal, ich habe immer noch das Target-Teil hier offen. Dass das sich nicht automatisch schließt, einfach sonst. So. So, natürlich, die Beine haben hier nicht die gewünschte Kraft. Schaut gut aus. Jetzt auf minimale Antriebsstärke runter testen. Perfekt. Einmal die Beinchen. Wie gesagt, die haben hier nicht wirklich viel Kraft. Aber wir sind hier auch bei einem ATM. Dafür sind sie nicht gedesignt. Jetzt wird Ausstiegesystem getestet. Alan, du hast die Ehre. Lol. So, okay. Einmal einen kleinen Spaziergang. Wo ist dein Halsring und wo ist dein Helm? Das ist eine Simulation, mein Freund. Tu dein Visier senken. Die Sonne könnte dich blenden. Wir gehen immerhin auf den inneren Ring, nicht auf den äußeren, wo die Sonne schwächer ist. Es geht nach innen. Boden, okay. Funktioniert auch gut. Leitern wieder einfahren. Nochmal Vorschub geben. Jetzt werden wir kurz einen Jump wahrscheinlich machen. Okay. Yes, yes. Okay, Test bestanden. Es geht zurück in die Space Station. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir entweder noch an dem Craftbone, das es transportiert, oder ich glaube, ich erspare euch das eher, denn ich will genauso wie ihr endlich loslegen
in die Tiefen des Weltraums ziehen. Bedeutet, ich würde da einfach eine Rakete drunter setzen, die die zwei von den schönen Teilen hier manövriert und nach oben bringt. Und wir sehen uns dann sozusagen beim Docking-Manöver, wo wir die zwei schönen Teile von unseren Kerbals an Bord der Alpha Centauri V2 entgegennehmen und andocken, damit die dann fest verbunden sind mit unserem Raumschiff und sich auf die tiefen Wege zu Eve und seinem kleinen Bruder auf den Weg machen können. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. War herrlich, ich will jetzt einmal nochmal zu Eve schauen. Ich habe schon so lange nicht mehr Eve angeschaut. Was ich dann auch gern machen würde, demnächst wäre ein Testraumschiff, sehr kleines Design, remote gesteuert, große Antennen dabei, das durch die Flug- oder die Schwingungen von Gravitation sich durchs Weltraum durchbegibt. Da, Eve. Einmal zum Satelliten, bitte. Einmal zum Satelliten, bitte. Wir schauen uns unser Ziel an. Das wird, ich glaube, das wird eine coole Reise. Dann fliegen wir zum... Also Eve wird gleich nochmal eine verhängnisstärke Sache, weil immerhin hat es die vierfache atmosphärischen Druck. Obwohl, ich glaube, es hat nicht die Gravitation oder die Anzugskraft, die Körben. Aber trotzdem, es ist ein sehr spannender Planet. Und alles außen rum auch, aber ich will irgendwann an den äußersten Ring auf jeden Fall. Wenn ich auf den äußeren Ring vordrücken kann und mein Film jetzt schon wieder geblinkt, dann ist es... Ah, schau dir diesen schönen grünen Gürtel an. Alter, der Planet ist einfach wunderschön. Haben wir eigentlich Live-Bilder von dem auch noch? Ich muss mal wieder privat auch spielen. Ich habe einfach wieder Bock. Ganz ehrlich, ich habe es in letzter Zeit so wenig gemacht. Ich habe einfach irgendwie, kam ich nie dazu. Als ob das Visual ist, weil man Ressourcen, ich habe nur Ressourcen an. Mach mal das blöde Erz-Overlay aus. Und ich hätte gern Eve, nicht den Mann. Den Mann kenne ich doch, die Hyopais. Mhm, schau an. Das müssten Seen sein. Warte mal, wir müssen gleich nochmal die Flugbahn müssen wir hier auch nochmal anpassen. Mal schauen. Aber egal. Das Ding macht immer noch brav seine Mission seit ewiger Zeit. Schwebt es so rum und ich glaube, wir könnten es nicht unbedingt... Oh, ein elliptischer Orbit hat sogar Gilly. Bedeutet, wäre auch Sinn interessant, versuchen den einzufangen mal. Aber wie gesagt, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, das bringt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.